Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rukhl Schaechter. Und ich bin Yiddish Jochnowitz. Seid bei Grüße in unser Kochprogramm Es Gesinnte Heit. Es kommt zu gehen der Jontif Sukkos. Es haben wir beschlossen zu machen Holopsis oder Holischkis oder Prakis oder gewickelte Kreuz. Oder Gewompki euch? Richtig, richtig. Das Wort Holopsis befehle ich meint Teuben. Ah. Weiß nicht für was. Interessant. Is man macht es bei Emes auf Hoshana Rabbe. Ja, Hoshana Rabbe ist traditionell zu essen Kreut Meicholim, weil Hoshana Rabbe schluckt man der Hoshaynes und man schreit Komm Wasser, mit Wasser wie immer. Das heißt, da Stimme, was melt, melt und sagt. Und Komm Wasser, auf Jiddisch klingt ein bisschen wie Kohl auf meine Jiddisch Kreut, Kreut mit Wasser. Ja, das ist ein Wertespiel. Ja. Aber wir machen gewickelte Kräuter, Holopsis, ein ganzen Sickes, was wir haben sehr lieb. Wir sind jetzt hier gewohnt zu essen ein fleischigen Rezept, aber wir wollen es machen vegetarisch. Wir können es machen milchig mit Käse und ein paar von ohne Käse. Ja. Ich will mal unheben mit einem Pomodorensauce. Ich will jetzt gehen Zielgeräten beim Läufen. Gut. Die erste Sache wollt ihr 4 Löffel Elbertbäume. Lasst es euch unheizen. Auf einem mittelhohen Feuer. Und 2 Zwiebeln. Wir haben jetzt eine Größe und eine Mittele. Zerschnitten auf kleine Stückchen. Und das wollen wir lassen kochen, an der 10-15 Minuten. Auch haben wir dreierlei Kräut. Weiße Kräut, rote Kräut und Italiener Kräut. Das ist sehr elegant und sehr gut. Und was ihr kennt, actually Savoy Kräut. Mm-hmm. Und alle machen Geschmackspraxis, wollen wir machen? Finale. Finale. Ja. Wollen wir auch nehmen die Blätter. Mm-hmm. Und alle Blätter darf man gebäudig sein, soll nicht sein kein Schrotz im Lech. Die Blätter sind uns wie schöne Schüsseln. Dankeschön. Es was wir wollen jetzt tun, wir wollen abwaschen jeden Blatt besinden und dann noch es abpaaren auf 5 Minuten und ihr könnt kochen, ob ihr wollt. Gut. Right, das hat doch schon nur gekocht. Es ist gewöhnlich schon 13-14 Minuten. Is it, die seht ihr schon ein bisschen bräun, ist hier dran 4 Teppler Pomodoren, gehackte Pomodoren. Ein Lorbeerblättel. Und Salz. Ein Löffel. A bissel of pfeffer. Und lasst es kochen an etwa 20 Minuten. Nicht zugedeckt. Wir stammen sind in der Blätter schon gerät. Ah, ja. Yeah. Ah. Schön. Gut. Lass mich jetzt darauf nehmen vom Feuer. In Sommer schon Kräutblätter und Sauce, ist, lassen wir machen Gefilterts. Mm-hmm. In dem geht es. Gefilterts ist ein Gefilterts von Schwammen und Reis, Zwiebeln, Mehl und Sellerie. Kannst du abschälen von mir ein bisschen Sellerie? Ja. Gewöhnlich schält man nicht auf kein Sellerie, aber das mal ja, weil es ist ein Sachgeschmack, wenn ja. Gewoon heben zu schneiden die Zwiebeln. Die Zwiebeln, das Mehl und die Stängelzellerie will ich zerschneiden auf kleine Stücke. Und auf wie viel ist möglich, will ich machen die Stücke selbe Größe wie die kernliche Reis. Alles Ding soll sein mehr weniger ein Größe. Und das ist nicht die gewöhnliche lange Reis, nur die kurze Reis, was wir gemacht haben.
Weil das ist ein gedächte, neue Gefühl. Mhm. Und das passt auch sehr gut zu, wenn man macht gewickelte Kräut. Ja, MS. Die Kerzenreis, zum Beispiel Arborio-Reis oder Sushi-Reis oder Kerzenbräun-Reis sind ein bisschen mehr kleppig, ein bisschen geschmackiger. Das Mehl, ich will machen kleine Stücke Mehl. Auf dem Diagonal? Das, ich hebe an mit den diagonalen Stücken, weil sie sind ein bisschen geringer, sie sind jetzt ein bisschen dünner. Und von sie mache ich die kleinen Reisstücke. Warm tun 4 Löffel Messeline Bäumel in a Patelnie. Git sie zunächst a Viertel Teppel Semischkes. Semischkes geben sie Mäulgefühl und Protein. Sie sind ein sehr Geschmack. Yeah. Nachdem git sie die zerschnittene Grinsen, Zwiebeln, Mäherle und Sellerie. Ich wie schön die Kollegen sind. Also wie ein irländischer Fuhn. Ja. Ich sehe, dass es kochen und er hat 15 Minuten auf der mittleren Feier. Die Schwämmelich seien die Hauptingredient in dem Gefillicht. Wir wollen sie schneiden in der Speismaschinke. Zuerst schneiden sie in große Stücke, mit der Nuffel, wir setzen Mohl. Nicht alle mit einem Mohl, yes. Weil ich will die Schwämmelige Seilen euch sein, mehr weniger reislich, auf wie viel es möglich ist. Ja. Jetzt ist das schon genug. Mm-hmm. Impulsiert es. Mit einem Löffel mischt es euch. Es soll nicht sein, nur die Kleinstücke von hinten in die Größe von euch. Und jetzt noch einmal pulsieren. Perfekt. Und die Stücke sind reislich, wie die Stücke von Zwiebeln, Mähren und Sellerie. Jetzt dort, als die Grinsen sind schon ein bisschen ziegeprägelt, werden wir ziegeben, die Schwämmelich. Ja, aber das ist die. Die Schwämmelich haben lieb ein heißen Feier und sie haben euch lieb ein Sachbäumel. Der Paar sind sie schwämmelig, weil sie sind im Schwommen. Sie sagen ein sehr Sachbäumel. Ja, und sie losen oft sehr Wasser, als man kocht sie drin. Ja. Prägelt sie auf, auf 15-20 Minuten. Sie sollen werden grün, sie sollen schmecken wie Schwämmelich. Jetzt seht ihr, wie das Wasser hat sich ausgewärmt. Das sind die Schwämmlach mit der Mehlach und der Zellerie. Und sie seht, da füllen euch ein bisschen wie Fleisch, weil die von euch, was haben lieb, dem Aussehen von Fleisch. Jetzt dort haben wir alle Komponenten von dem Gefillicht. Die abgekochte Schwämmlach, abgekochte und schön abgekühlte Reis, Krepp, Petrischke, Salz, Pfeffer, Eier und zerriebene Käse. Kann sein, was ihr versteht, Cheddar, Feta, alle harte Käse. Mhm. Klappt die Eier, sagt ja. Sie geht. Das ist noch zu heiß, ich will sie geben, die kalte Reis. Die Eier sollen sich nicht
kochen. Mischt's git eus Reis mit de Schwemmelech. Wenn sie sind in git eus gemischt und a bissel upgekielt, werden wir sie geben Käs, Gewürzen und zum Soft die Eier. Agi, weil wir will das machen, a paar von machen, kennt ihr in Stadt Cheddar Käs, nitzen zum Mullen in Nis? Ja, welchen Nis denn in euch traditionell auf Schane Rabe? Demolt essen wir die erste Nis von Jahr. Mhm. Und also haben wir den Protein und den Käse. Gibt ein bisschen Krip, ein Viertel Teppel Krip, ein Viertel Teppel Petrischke, zerriebene Käse. Das ist 4 Unzen, annähernd 1 Teppel Käse. Und die Eier. Und Salz, versteht sich. Wie viel ist das? Das ist ein Löffel Salz. Lass mir schön einfüllen die Kräutblätter. Ja. Schneid ab ein bisschen von dem Rickenbeindel von jedem Blatt. Sie sollen ein bisschen geringer sich lassen. Ein ehrlicher Viertel-Löffel, ein Viertel-Teppel, gefüllt in jedem Blatt. Ja. Ich will zuerst bägen die 2 Blätter von der Saat und dann noch wickeln das euch. Ihr gedenkt, in unser Kapitel von Machen Blintzes, das ist derselbe Methode von wickeln die Blintzes oder die Kräut. Was ist die schön abgekochte Pomodoro-Sauce? Wir gehen es geben mal süßen säuren Tarn, das ist sehr traditionell, mit Limone und Zucker. Aber sehr wenig. Jetzt hier dann eine halbe Limone, der Saft von einer halben Limone. Und dann nehme ich 1 Löffel Zucker. Okay. So mischen. Und das wollen wir begießen den Becken zuerst und dann noch heraufziehen die Holzes und über den noch einmal Sauce. Mhm. Zuerst gießt er an ein bisschen Elbertbäumel von hinten. Noch ein bisschen von den Pomodoren. So spreit es. Und jetzt wollen wir reinlegen die Holzes. Nehmt ihr euch das Lorbeerblättel und danach den Rest von dem Sauce über die Praxis. Nicht zu schwer für die Eve? Das mal nicht. Ich bin eine starke jüdische Frau. Wir haben sie gedeckt mit einer Pomodorensauce. Okay. Und jetzt darf man sie decken mit Silberpapier, für diese Sonne schwer ausgewärmt, das Wasser. Sehr gut. Stellt unter den Augen auf 350 Grad. Und stellt daran von mir auf eine halbe Schüssel. Ja, eine halbe Schüssel für mich. Nun sind wir schon gerät auf Sukkos. Mm-hmm. Wir hoffen, dass ihr den Nur gehört von unseren Holzes. Es gesinnt erhält. Gechantet.